Mit Java Servlets kommen wir zu einer weiteren Server-Technologie. Java Servlets sind vollwertige Java-Programme, die daraufhin spezialisiert sind, sehr einfach in einen Webserver eingebunden werden zu können. Sie können in einem sogenannten Servlet-Container vorgehalten werden und können sehr schnell starten, weil sie sich quasi schon im Hauptspeicher befinden. In der Einordnung sehen Sie die Servlets hier unten. Sie sind mittelstark im Server eingebunden, nämlich über einen Container. Und sie sind nicht im Dokument integriert. Das heißt, der Java-Code steht vollständig außerhalb. Java Servlets sind nicht eingeschränkt bezüglich ihrer Programmierstärke. Sie können jede Art von Anfrage beantworten, jedoch ihr Einsatz geschieht hauptsächlich im Zusammenhang mit Webservern. Die Java Servlet API besteht aus den JavaX Servlet Packages. Diese gehören zur Java Enterprise Edition, also nicht zur Java Standard Edition. Im Mittelpunkt der Servlet-Programmierung stehen folgende Klassen bzw. Interfaces. Das HTTP-Servlet, das HTTP-Servlet-Request und HTTP-Servlet-Response. Die wichtigsten Methoden sind Service, DoGet und DoPost. Wir werden nachher einfache Servlets programmieren. Hier noch ein Blick auf das Deployment von Java Servlets. Wir sind hier auf der Client-Seite. Und das hier ist alles Servlet-Seite. Und auf dem Applikationsserver, das ist die Sammelbezeichnung für Webserver einschließlich Servlet-Container, leben in Anführungszeichen die Servlets hier in einem eigenen Bereich. Selbstverständlich können Sie auf Datenbanken und andere Programme oder andere Rechner auf Serverseite zugreifen. Da der Servlet-Container kein Standardbestandteil eines Webservers ist, gibt es eine spezielle Art der Anbindung. Das ist bei dem Apache-Server das sogenannte Mod-JK-Modul. Der Servlet-Container, der für die Speicherung der Zustände der Servlets zuständig ist, wird zur sogenannten Middleware gezählt. Wie im Deployment-Diagramm dargestellt, kann der Servlet-Container direkt an einen Webserver angeschlossen werden. Vielleicht sind Sie aber auch daran interessiert, nur eine einzige Anwendung, einen einzigen Service, den Sie entwickelt haben, verteilt im Internet zur Verfügung zu stellen. Dann können Sie einen sogenannten Embedded Servlet-Container verwenden. Das heißt, Sie liefern Ihr Programm, Ihr Servlet direkt mit einem Container aus und dieser Container ist nur dafür da, Ihr Programm auszuführen. Und der ganze Overhead eines Webservers, der ist dann gar nicht notwendig. Der Lebenszyklus eines Servlets wird von dem Container gesteuert, der das Servlet verwaltet. Ein HTTP-Servlet wird ganz normal durch einen HTTP-Request über eine URL angesprochen, genau wie ein CGI-Programm. Danach führt der Container folgende Schritte aus. Es wird zunächst überprüft, ob eine Servlet-Instanz läuft. Falls nicht, wird die Servlet-Klasse geladen, eine Instanz dieser Servlet-Klasse erzeugt und diese Instanz wird durch den Aufruf der init-Methode initialisiert.
Zur Abwicklung der Request-Response-Anforderung werden jetzt ein HTTP-Servlet-Request-Objekt und ein HTTP-Servlet-Response-Objekt erzeugt. Dann erfolgt der Aufruf der Service-Methode. Sie analysiert die Anfrage und dispatcht entsprechend nach GET oder POST. Das Request-Objekt und das Response-Objekt werden mit übergeben. Sehen Sie wieder als Sequenzdiagramm den logischen Ablauf einer Servlet-Interaktion. Zunächst wird von User-Seite ein Dokument angefordert, das eine URL enthält, die auf ein Servlet verweist. Das sehen Sie der URL wahrscheinlich gar nicht an, aber der HTTP-Server bemerkt das. Er reicht die Anfrage weiter an den Servlet-Container und der führt die eben genannten Schritte aus. Insbesondere ruft er die Service-Methode auf. Das Ergebnis dieses Aufrufs ist ein HTML-Dokument. Der Servlet druckt ein HTML-Dokument auf Standard Out. Der Servlet-Container gibt es weiter an den HTTP-Server und der gibt es weiter an den User. Vergleichen Sie diese Abwicklungslogik mit dem CGI-Programm und mit dem Aufruf in der Auslieferung statischer Seiten. Wenn Sie Java-affin sind und komplexe Programme schreiben möchten, haben Java-Servlets starke Vorteile. Sie sind portabel, sie sind sehr leistungsfähig, weil das komplexe und komplette Java dahinter steckt. Sie sind effizient, sie sind sicher und man verspricht sich eine hohe Produktivität beim automatischen Generieren von Inhalten. Denn Sie können Session Tracking, Cookie Handling und so weiter sofort mit erledigen. Java selbst gilt als sehr robust. Und die komplette Leistungsfähigkeit von Java, ich mag immer hier Multithreading, Serialisierung und so weiter, da steht Ihnen alles zur Verfügung. Servlets sind natürlich über Betriebssysteme und Webserver hinweg portabel, schon allein weil es Java ist und Java Servlets im Java Servlet Container ausgeführt werden. Hier sehen Sie ein solches Servlet als Programmsource. Dieses Servlet druckt nur Hello World aus. Genauer gesagt, das Servlet erzeugt ein HTML-Dokument, das, wenn es ausgeliefert und in Ihrem Browser geladen wird, Hello World anzeigt. Was steckt dahinter? Programmtechnisch brauchen Sie diese hier gelisteten Klassen. Wir schreiben nun eine Klasse, Servlet Hello World, die die HTTP Servlet Klasse erweitert. Wir brauchen keinen speziellen Init-Code, sondern implementieren nur Methode doGet. Ihre Parameter sind das HTTP Servlet Request und Response Objekt. An dieser Stelle setzen wir einen Teil des Protokolls, nämlich den Response Header, auf Text HTML. Wir lassen uns in einen Stream zum Schreiben geben und auf diesen Stream drucken wir einfach dieses HTML-Dokument aus. Der Aufruf dieses Servlets führt zu diesem
Ausdruck auf Standard Out. Das erhält dann über den Container der Webserver zurück, der dann die fehlende Zeile von dem Protokoll hinzufügt und das an den User ausliefert. Hier sehen Sie das Klassendiagramm mit den entsprechenden Vererbungen. Java-seitig bekommen wir das HTTP-Servlet als Spezialisierung von Servlet und wir selbst programmieren unser Servlet Hello World. Servlet selbst benutzt Servlet Request und Servlet Response. Diese beiden Klassen sind wiederum spezialisiert zu HTTP Servlet Request und HTTP Servlet Response. Die Service-Methode greift auf diese Objekte zurück über die Vererbung. Es handelt sich hier um eine Anwendung des Template-Method-Patterns. In einer Oberklasse, hier HTTP-Servlet, wird in einer Methode, hier Service, Bezug auf Methoden genommen, hier doGet und doPost, die in der Oberklasse noch abstrakt, also nicht implementiert sind. In einer Spezialisierung, hier in Servlet Hello World, werden die noch abstrakten Methoden implementiert. In der Klasse Servlet Hello World wird die Service-Methode nicht angefasst. Die Service-Methode regelt das Dispatchment zwischen einer GET und einem Postaufruf. Überschrieben werden in der Servlet Hello World-Methode das, was getan werden soll, die eigentliche doGet und doPost-Methode. Hier folgt ein zweites Beispiel. Einlesen von URL-Parametern mittels Java-Servlets. Wir sehen hier ein HTML-Dokument und in diesem HTML-Dokument gibt es eine Form. Und die Action in dieser Form, die zeigt auf ein Java-Servlet. In diesem Beispiel soll demonstriert werden, wie leicht Sie in einem Java-Servlet an alle übergebenen Parameter kommen. Die Beispielanwendung sieht so aus. Wir haben ein Form-Element, in dem wir was einfüllen können. Und webserverseitig wird über das Java-Servlet dann die Ausgabe erzeugt, die wir hier sehen. Ich kann das auch mal direkt aufrufen. Tippe was ein. So. Hier ist das Java Servlet, was das Gezeigte leistet. Wir vergleichen es mal mit dem Hello World Servlet. Sie erinnern sich, wir haben die doGet-Methode programmiert. Und das tun wir jetzt auch bei diesem Servlet. Wir schreiben doGet. Wiederum hat diese Methode das Request-Objekt und das Response-Objekt hier oben. Und wir können jetzt sehr einfach auf die Parameter hier zugreifen mit request.getParameter und dann dem entsprechenden Parameternamen. Genau wie bei dem Hello World Beispiel wird also hier wieder ein Dokument ausgedruckt, wobei das Dokument jetzt dynamisch ist insofern, als dass wir uns noch über GET-Parameter die URL-Parameter ausgeben lassen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob diese Parameter via GET
oder via Post uns erreicht haben. Der Code ist der gleiche. Sie sehen das daran, dass die DoPost-Methode einfach die DoGet-Methode aufruft. Die Bereitstellung, also das Deployment servlet-basierter Webanwendung, ist standardisiert. Der Java Community Process wird hierfür das sogenannte WAR-Archivformat spezifiziert. Ich skizziere das im Folgenden. Sie werden das in der Übung bestimmt noch kennenlernen. Teil davon ist ein sogenannter Deployment-Deskriptor. Und dann der Ort natürlich, wo die Servlets liegen. Die URL, die clientseitig, also beim User sichtbar ist und dort eingegeben werden muss, haben Sie komplett unter Kontrolle. Die können Sie in der Web-XML-Datei angeben. Die folgende Bemerkungsfolie zeigt diese Datei. Ich habe sie auch direkt hier verlinkt. Und für diese XML-Datei gibt es auch ein Schema, das ich hier verlinkt habe. Das Servlet-Deployment kann im laufenden Betrieb eines Webservers erfolgen.